Herzlich willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy 12. Wir sind hier in der Kanalisation mal wieder. Gehen zum zentralen Schleusenbecken. Ich habe mein schlaues Büchlein wieder dabei, deshalb, weil wir wollen einen neuen Erstbau heute noch bekommen. So, dazu müssen wir den Wasserstandsregler 3 und den Wasserstandsregler 10 schließen. Ich muss das mal jetzt hier schließen. Und Nummer 3. Also das wird jetzt sehr, sehr, sehr aufwendig. Also wenn ich irgendwie was mache, dann nehme ich euch natürlich immer gerne mit. Aber sollte ich einfach nur von einem Ort zum anderen laufen, es kann etwas dauern, dann würde ich sagen, da mache ich das wieder etwas schneller. Die Sektion muss 3, die bleibt auch zu. Jetzt müssen wir in die Vorklärsektion 3. Wo ist sie denn? Moment, ich muss erst mal gucken. Nee, das ist ja Wasser, Vorklärsektion, Wasserzulauf Süd. Hä? 1, 3. Hier müssen wir jetzt rein und dort Wasser ablassen. Aber wie mache ich das denn? Keine Ahnung. Also deswegen werde ich erstmal so machen. Achso, Wasserstandsregel. Die sind ja geschlossen. Geschlossen. Nichts machen. Gut. Darum, wenn ich da irgendwie was finde, schalte ich euch wieder rein, beziehungsweise werde die, werde das nicht so schnell machen. Das, also, dass man da wieder gut zugucken kann, weil ich muss jetzt erstmal gucken, wie komme ich da hin. Kann man das irgendwie ein bisschen größer machen? Tatsächlich, ja. Es sieht auch aus, als ist alles, ne? Ihr seht schon, sehr kompliziert. So, wir sehen uns dann weiter wieder, wenn es weitergeht. So, ich hab's gefunden. Glaube ich. Hier sollen wir die Schleuse schließen. Toll, eine Wand. Das unheilvolle Rumoren sich bewegender Wasserschleusen ist zu hören. Okay, dann hätten wir das geschafft. Jetzt müssen wir an diesem Punkt wieder hier oben rumlaufen, müssen die Schleusen wieder schließen. Also 3 und 10 müssen wir wieder, also für, nochmal einmal zum Verständnis. 3 und 10 müssen wir wieder öffnen. Allerdings habe ich mich jetzt hier ein bisschen... Hallo, Herr Kaiser. Oh, jetzt komm raus. Warte mal, wie kommen wir denn jetzt am besten dahin? Das ist auch so ein blödsinniger Frosch. Hör auf, da rumzuhüpfen. Jetzt hüpft er weg. Oh, zeigt er mir vielleicht. Ah, da kann ich wieder raus. Schön. Dankeschön, lieber Frosch. Ihr seid doch alle so... Oh... Doch bestimmt hier unten, ne? Ja. Oh, jetzt muss ich dem erst hinterher, damit alle glücklich sind. So. Spitzhorn, das hat sich ja total gelohnt. Also wieder hier hoch.
Dann lasse ich das jetzt doch drin. Ich dachte, es wird jetzt wirklich mega lange dauern, bis ich da irgendwie was gefunden habe. Und würde das, also ich müsste da immer von, also 1000 Sachen machen und so. So, 3 und 10 machen wir wieder zu. Das müsste 10 sein. Oh, okay. Hallo? Nein. Echt. So, die Schleuse machen wir wieder auf. Lass nicht überspringen irgendwie. Nein. Das ist bestimmt lustig. Ihr hört bestimmt immer diesen Vibrationscontroller, den ich hier habe. So. Die sind offen und die 3 müssen wir auch öffnen. Oh ja, jetzt gucken wir noch 1000 Jahre. So, wieder aufmachen. Und dann müssen wir 4 und 10 schließen. Und dann werden wir noch anders hingehen. Moment. So. Jetzt ist das da ja wieder alles unter Wasser. So, schließen. Und die 11. Ich muss mir das jedes Mal angucken, wie sich diese blödsinnige Tür da schließt, ey. Mich interessiert? Es interessiert mich überhaupt nicht. So, das müsste jetzt 11 sein. Genau. Das schließen wir jetzt auch und dann gehen wir in die Vorklärstation 4. Das ist quasi daneben dran, glaube ich. Wir gucken gleich mal nochmal einmal auf der Karte. So lange dauert es ja wirklich nicht. So, wir schauen einmal kurz. Wir müssen jetzt in die Vorklärsektion 4. Und da erwartet uns dann das Viech. Ich kann es ja schon mal sagen. Also soweit ist es gar nicht so. Ich speichere nur, also beziehungsweise ich erfrische mich einmal, bevor wir gleich da irgendwie was machen. Es ist ja dann doch immer so ein bisschen noch mit. So. Hier in die müsste ich, glaube ich, rein. Ich muss jetzt immer so ein bisschen gucken, weil ich natürlich auch nichts falsch machen möchte. So, hier rein. Und dort müssen wir die Sektion 1 Nord schließen. So, das wird wahrscheinlich auch wieder dann dort hinten. Ich habe mich schon verlaufen. Verdammt. Warte kurz, ich muss kurz gucken. Ich bin schon falsch. Geh da wieder rein. Das ist, wenn ich so viel erzähle, manchmal bleibt auch einiges auf. Nein! Jetzt bin ich wieder Troll, ey. Geh weg, du Gespinst. Den hatten wir ja gerade eben auch. Was will der eigentlich von mir hier? So, da ist es, glaube ich. Lass es doch mal einfach in Ruhe, Mensch. Das kommt. Geh weg, du Gespenst. So, was ist das? Oh. Du bist doch ein Blödmann, ey. So. Genau. Den müssen wir benutzen. Die Schlüssel schließen wir mal. Jetzt hören wir nur noch wieder das Rumoren. Das unheilvolle Rumoren sich bewegender Wasserschleusen ist zu hören. Ganz toll. Und wir gehen jetzt natürlich sofort wieder zurück. Weil Schätze gibt es anscheinend nicht hier. Aber es ist ja einfach. Ich habe es mir wirklich viel schwieriger vorgestellt. Ich habe wirklich gedacht, wir müssten da wirklich irgendwie von A nach B, dann nach C. Und das liegt dann alles natürlich so ein Fußmarsch von 10 Minuten entfernt. Also ich habe da wirklich, so kurz einmal speichern. Das muss schon einmal drin sein, weil dann werden wir jetzt die 11 öffnen und die 3 wieder schließen, damit wir hinkommen. Wir haben nämlich noch gar nicht gespeichert, das war ist mal vonnöten. So, dann machen wir, was sollen wir machen? 11 auf und 3 zu. Warum das so ist, ich frag mich bitte nicht. Es ist einfach so. Ich habe auch wieder nicht geguckt, wie der ESPA heißt.
So, und den Wasserstandsregler für Sektion 3 muss ich schließen. Die Schleuse möchte ich gerne schließen. Ja, natürlich, das 4 und 3 müssen zu sein, weil die ja auch für 1 gelten. Glaube ich. Oder ziehe ich gerade Stoß, kann auch sein. Oh, das habe ich sogar gehört. Dass da jetzt irgendwas passiert ist. Ich habe immer gedacht, früher, wenn ich da reinlaufe, dann passiert irgendwas Schlimmes, aber es ist einfach nur ein. So, auch wenn es Mönchen überdrüssig ist, ich speichere jetzt noch einmal. Werde mich dann dementsprechend halt auch ausrüsten. Ich hätte mich vielleicht eher erst ausrüsten sollen. Und dann speichern sollen. Oh, manchmal, ne? Manchmal bin ich erschreckend klug. Nein. leider nicht. So. Wir rüsten uns einmal aus, das heißt, Fran bekommt bitte einmal den, nicht den Hina-Kragen an, sondern die Dubli-Kette. Das möchte ich dann doch nicht haben, dass ich da ständig darauf achten muss, dass die Penelo kriegt auch einmal die Dubli-Kette an. Ne? Ja. So, da sie kriegt jetzt erstmal dieses merkwürdige Ding wieder an, dass ich aussprechen, wie es heißt. Zack, einmal nochmal so gemacht. Wir haben jetzt ja großartig nichts gemacht, ne? Aber einfach nur, dass wir wirklich irgendwie was gemacht haben. So, und jetzt können wir in die Klärsektion 1 gehen. Müsste ja hier sein, ne? Moment, ich muss nochmal gucken. Ja. Gut. Ich wäre schon wieder falsch gelaufen. Dann bin ich auch mal gespannt, wer auf uns dort wartet. Weil ich glaube, geholt hatte ich ihn auch noch nicht. Oder die Alice, besser gesagt. Also nervig fand ich das wirklich beim letzten Kampf einfach nur, dass er dann so viele Leute da geholt hat. Das ist immer nervig. Ja gut, es sieht ja schon aus, dass das hier gleich alles verschlossen wird. Toll. Ich habe mich nicht gebufft. Scheiße. Wenigstens hat der mal ein freundliches Lächeln. Könnte er wohl nicht sagen, dass der kein freundliches Lächeln hat. Ich finde die Esper total toll. So, pam. Achso, die TP wird ständig abgezogen, glaube ich. Genau, ja. Okay, gut. So, ich schmeiß erstmal auf ihn ein Heilmittel. Ja gut, das ist ja nicht so ganz tragisch. Ah, perfekt. Hat das geklappt jetzt? Muss ich einmal kurz nachschauen. Die fix gar no. Kann ich mich nicht heilen? Ach, ich kann mich nicht bewegen, ja, ganz toll. Das ist uns ja egal. Schneller! So, warte mal, ich muss jetzt mal kurz gucken. Es stürzt sich dasselbe wie dieser TP-Verlust, also. So. Jetzt werde ich hier auch wieder dieses. Moment. Was habe ich denn da gemacht? Nein! Sie bekommt jetzt nämlich auch die. Ähm,
Duplikette an. Hat dann 7000 irgendwas. Müsste sie. 3,9, ja, 7,8 müsste sie haben. So, und jetzt möchte ich ganz gerne, dass wir zaubern. Wir müssen erstmal zaubern. So, zack. Erstmal Vika. So, dann macht Pinelo Zeit. Hast. Und Fran, bitte, du machst bitte einmal Protes auf alle. So, dann haben wir nämlich ein bisschen Zeit gewonnen. Hast wird gerade gezaubert, okay. So, ich werde jetzt nochmal einmal Weißmagie benutzen und Mediga zaubern, damit wir nicht mehr diesen blödsinnigen Zack, Zack und wieder wie gerade drauf. Nervige Kampf. Pinelo, zaubere doch mal, Mensch. Es ist ja nicht zu fassen. Toll. Ich weiß gar nichts zu tun, ne? Gut, ich schaue mir das einfach mal an. Ich sterbe gerade. Ah, es nützt nichts. Das ist Blödsinn hier, was ich mache. So zack, zack. Und die anderen beiden raus. So, er sofort Schutzengel auf Pinelo. Ich mich nervt das auch, dass der... So, nein. So, einmal Vika auf alle. Jetzt fängt er wieder mit seinem dummen Defix an, ey. Kann ich das jetzt... Huch. Kann ich das jetzt eigentlich noch machen? Dass ich beispielsweise hier dieses Defix... Stopp. Sturz. Defix. Zack. Oder nützt das mir jetzt nichts mehr? So, jetzt ist mir egal. Ich meine, wenn die alle stehen. Schöner Rage gewesen, schöner Rage. Super. Sehr, sehr gut waren. Jetzt fängt es schon wieder mit dem Akt an. Ja, du Blödmann, ey. Ich bin doch eh gleich tot. Das nützt auch kein... Ach. Also echt, ey. Der ist so dumm zum Mäusemelken.
So, ich nehme jetzt die TP haben auf jeden Fall schon mal erstmal raus. So, zack. Sie kann sich nur nicht bewegen. Ja gut. Dann ist es so. Moment. Ah, sie hat Inakt. Schneller. Wenn er nicht solche dummen Sachen machen würde, ne? Das nervt ja. TP und Amy, was? Zauber. Auch nicht zaubert, die Alte, ne? Das regt mich auf. Scheißkerl, ey. Was halt denn... Ja, was weiß ich, was, Ach, das kotzt mich an. Fühlst du dich jetzt toll oder was? Es tut mir leid, wenn ich den ein bisschen schreie hier. Aber es ist auch echt zum Kotzen. Zählt das jetzt noch schneller runter? Ich hab so das Gefühl. Blödfrosch, du. Hab ich dich endlich. Ach, sehr niedlich, ne? Er ist ja doch tatsächlich niedlich. Aber endlich haben wir es geschafft. Verrat mir deinen Namen, an dem ich fast wahnsinnig geworden bin. Sünder Kut. Nun gut, meine lieben Leute, wir überziehen schon ganz schön doll. Das ist halt manchmal so, manchmal ist es ein bisschen länger, manchmal ist es ein bisschen. Ja, ihr habt alle Angst, ne? Ihr zittert alle. Da hatte mich doch nochmal. Also, da hatte mich nochmal mit Defix hier. Belegt. Na, vielen Dank, du Doofmann. Also manchmal ist es halt wirklich ein bisschen länger, manchmal ist es ein bisschen kürzer. Es ist einfach so. Nehmt es mir nicht übel. Ich verabschiede mich, werde mich erstmal heilen und im nächsten Part, Überraschung, ich weiß es noch nicht, was wir machen. Bis dann, tschüss.